da! Ohne den Todesstern ist die auf dem Rückzug. Und der Mond, ich mache einen Abu Camino mehr. Wir müssen die Basis evakuieren und ein anderes System erreichen. Ja, es ist. Aber trotzdem. Ich bin mit Clone Wars aufgewachsen und deswegen mag ich die Maps mit Clone mehr. Ja, als ich 9 war, so meine ersten Folgen. Gleich verliebt. Ey, ich schieße die ganze Zeit auf diesen scheiß Scharfschützen und er stirbt einfach nicht. Er hat dich mal Leben abgezogen bekommen. Eindringlinge in der Kampfläuferstation. Sie haben Zugriff auf die Konsole. Hörst du eigentlich meine Musik? Okay, das. Ach so, okay, das ist gut. Ist. Ich brauche jetzt meine Entspannungsmusik, um hier nicht auszurasten. Aufzuhalten.
Wir haben gesehen, wie die Rebellen gepanzerte Transporter mit Super! Ein Schuss und ich bin tot! Jetzt seid ihr dran! Bewaffnet euch! Ach ja. Ich bin in der Mitte so hinterm Stein mich versteckt. Oder meinst du jetzt dein Gegner? Achso. Ja, ich bin wieder gestorben. Neuer Name für das Spiel: Sterbfront 2. Wie lauten die Befehle? Ach ja. Ja, ich sehe, die kommt gerade runter. Du meinst jetzt dort oben die Plattform? Ja, kam gerade eine runtergesprungen. Super. Kampfläufer an der Schlucht. Er passiert Kontrollpunkt 1. Ey, ich hasse es. Jedes Mal, wenn man diesen Modus spielt, gibt es einen, der ist Leia Organa ganz hinten und schießt mit dem Sekundärschuss. So, der einen richtig schnell so tötet. Verstehst? So, jetzt wird alles besser. Jetzt hat Daddy seine große Artillerie. Echt? Warte. Ich sehe leider kaum was. Also hab jetzt... Achso, doch! Ja, die Leia Organa! Na, supi! Aber das Schlimme ist, dass wir nicht ein Treffer gemacht haben am AT-AT. Das ist der AT-AT.
eingetroffen. Super, ja, Organa ist immer noch am Leben da oben. Ja, die versteckt sich dort immer hinterm Rücken. Okay. Ja, ist so. Man sollte irgendwas so einfügen, so dass Camper gleich rausgeschmissen werden. So länger als so eine Minute an einer Stelle so hockst. Egal, ob du Kills erzielst oder dich so mal drehst. Gleich raus. Ja, da muss man auch so aktiv kämpfen. So, jetzt mal schauen, wie wir schießen mit den AT-AT. Ja. Ja, mich auch. Schön. Nee. Ich stand da, wollte so schießen mit den Ionengeschütz. Zack! Man denkt sich so, gut. Feuer! Zack! Ist schon was an die reingefahren. Ey, das müssen wir mal testen, ob man sie so töten kann. So mit einem Ionenschuss. Ja, sie steht auch schon seit Beginn. Aber von uns nimmt auch keiner den. Mein Internet lässt mich wieder hier im Boden drehen. Ach ja. Also, ich würde mal sagen, wir haben das Spiel schon so gut wie verloren. Ich wette, da drin wird es sich besser aussehen. Schlag den wirklich, ich zerschlag den! Kampfläufer in Position. Bereit zum Eindringen in die Basis. Rückzug in den Innenbereich. Die Rebellen wollen uns verhören. Sie wollen unsere Daten. Wir werden diesen Ort einnehmen, bevor sie ihn zerstören. Die Schiffe zur Evakuierung sind fast bereit. Wir nehmen so viele Truppen mit wie möglich. Bis dahin! Supi, Finn ist auch da. Ach ja. Man kommt ja nicht mehr an die Front. Du hast den Todestrupper geschnappt. Ich habe gerade so gesehen, hinter einer Kiste so einen grünen Umriss. Wumms, ist er hochgeflogen. Oh, my God.
Ach ja. Nee, nee. Der Wookie stand an der Ecke. So, jetzt habe ich einen Todestruppler. Das akzeptiere ich gar nicht, einen Todestruppler. Ich wollte gerade. Ach ja. Natürlich. Ach ja. Ich sichere euch. Endlich. Oh, mal bei Tag. Das hatte ich noch nie. Nicht in diesem Battlefront 2. Im ersten hatte ich es ja richtig häufig, da war es nur am Tag fast. Aber hier mal, das ist neu. Und wir setzen dazu die Waffen des Imperiums ein. Übernehmen einen Kampfläufer und marschieren vor ihre Haustür. Wir begründen Hauptcomputer, Treibstoffstation und Kampfläuferbucht. Bewegung! Man hat's gesehen, man stand hinter dir, zack um die Ecke, bums, runter. Das sah schön aus. Ich bin bei euch. Ja, man sah nur so einen grünen Umriss. Wir haben die Ecke gehen und zack war er am Boden. Granate, komm! Dann hat das hinter dir. So weit schön vorgerannt. Dann kloppt mich einer von hinten K.O. Ja. Hab den Umriss schon gesehen.
Und da sind ja noch mehr. Überbrückungsprogramm aktiv. Übernehmen Kontrolle über die Treibstoffstation. Ja, jetzt rennt er auch noch hinterher mit 21 Leben. Wir sind an der Treibstoffstation. Überbrückung läuft. Ich überwache die Überbrückung. Haltet die Stellung. Hörst du mich eigentlich noch? So. Also echt generell, wenn man so ein Spiel zockt, danach braucht man eine Aggressionstherapie. Kleine... Ja, der Hangar hier ist relativ offen jetzt. Also hier rennen noch zwei rum. Jetzt irgendwo ist noch einer versteckt. Achso, du bist ja schon ganz woanders gewesen. Es funktioniert! Übernehmen Sie Kontrolle über die Kampfläuferbucht! Das könnte dauern. Ich bin eine Ein-Mann-Armee! Ich bleib hier drin, ich mache hier gerade die Türen zu. Jetzt können wir uns hinten schön eingraben. Ein Gegner? Siehst du, kannst ihn vielleicht töten. Versuch mit Raketenwerfer. Einfach drauf. Und das wird es schon bewirken. Und Darth Vader Amok. Aber noch einmal von Darth Vader getötet worden. Das muss doch auch mal sein. Der Feind evakuiert. Wir können die Basis noch räumen, aber die Schlacht. Ist bei dir gerade der Ton auch komplett abgeschmiert? So mitten am Reden, so von der Schlusssequenz, zack, weg.
dauert dieses Laden. Dauert. So, jetzt hast du wieder den Klonkrieg wieder. Nee, oder? Nee, Druiden. Ah ja, Druiden. Okay, ist das. Das kann ich nicht schauen. Ich habe nur auf die Karte umgeschaut. Und dann, ja. Ja. Ah, aber wenigstens kann ich hier irgendwann im Raumschiff ein bisschen rumschwirren. Wo läufst du denn? Du bist mutig. Sorry, mein Headset war gerade noch aus. Ja. Hat's gerade so ausgemacht, weil ich ein Audio abhören musste. Okay. Und klar, war immer aber an die Front hier. So, jetzt kommt die Ein-Mann-Armee. Ich renne jetzt wieder in die Mitte rein hier. Das wird lustig. Ja, also ich glaube, mein Plan war nicht gerade der schlauste. Ach ja.
Was? Sorry, deswegen gerade mussten wir was anhören, was eine der Schwestern gerade zu reden hat. Achso, das war bei dir. Achso. Ja, ja. Das kenne ich gar nicht. Da war ich gerade gefragt, was? Hey, jetzt wird neuer Stimme hier. Ja, der war jetzt nicht schlecht. Ja. Super, wir haben wieder mal verloren. Ja. Also das Team ist sehr gut von denen. Also bin ich sehr gut. Halb so schlimm. So. So, jetzt mal kurz schauen, wie weit Titanfall ist. Nee, ich glaube, wenn du irgendwo spielst oder so, dann 18% auch erst, ja. Dann installiert er nicht weiter. Bei mir installiert er dann nur mit sehr, sehr wenig, so MB pro Sekunde. Ach, hast doch einen Abschuss geschafft. Stimmt! Einen habe ich geschafft! Auf dieses und das war so rein Assist. Okay, aber ich bin stolz drauf. Ja. Ich habe einen getötet. Ach ja. Jetzt kannst du deinen Klon spielen. Klon an die Macht! Ja, ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Klone auch nur so sehr, weil ich halt, wie gesagt, damit aufgewachsen bin. Hast du eigentlich bei Star Wars jetzt irgendeinen Lieblingsfilm? Episode 6. Und Episode 3 jetzt halt, ja. Das ist halt so, wie ich sage, N2. Und für die Neuen ist es halt, Ey, fang mir nicht mit den Neuen an, ich hasse die. Und, Erwachen der Macht ging mal gar nicht, also, das war ja, Ja, das ist so. Keine Ahnung. Also ich finde dafür keine Worte. Ja, die Story hat sich ein bisschen so wiederholt wie aus den klassischen alten. Ja. Nur jetzt mit neuen Charakteren. Jetzt sieht meine Hoffnung natürlich an Han Solo. Ja, Han Solo. Den neuen Film, die Hoffnung hängt an Han Solo. Aber das war richtig dämlich, einfach mal. Man stellt sich so vor, so richtig geiler neuer Oberbösewicht und ja, dann so ein Milchbubi. Ich muss jetzt sagen, dass letzten Jedi war jetzt mal nicht so schlecht, also... Es ging. Das ist trotzdem nicht meins. Also ich stehe mehr so auf Episode 2 und 3. 2 ging mal gar nicht. Das war ja... Ich fand mich... Romeo und Julia. Doch, das war gut. Nein, das war gar nicht gut. Ja, das habe ich übersprungen gleich. Ich bin gleich bis zur großen Schlacht vorgespult. Also, Episode 2 war ich bei dem Kino eingeschlafen damals. Ja, ich mochte so die Schlacht, denn so der epische Auftritt, so der Klone. Verdammt! Und ehrlich gesagt, das war schon. Episode 3 hat sich auch nur jeder angeschaut, weil. Jeder sehen wollte, wie er das Kostüm anzieht. Ja. Jeder auf den Schluss gewartet. Ich mochte die große Schlacht sein.
jeder hat auf die. Aufs ja, Spiel stimmt, das ja? kann ich mir vorstellen. Vor allem so, die 6 so gewinnen hat, so und die anderen. Ja. Jeder wollte ja wissen, so, wie es dazu kam. Aber es musste ich mal an ihn lassen. Sie haben es gut umgesetzt, so, das mit den im Anzug gesteckt werden. Ja. Und warum? So viele Möglichkeiten, irgendwas von Star Wars zu verfilmen, aber keine Ahnung. Die machen ja 3 Serien. Die haben ja keinen Bock drauf. Ey. Und dann nochmal, glaube ich. Doch, die machen ganz groß. Jetzt. Die wollen auch noch ganz viele unabhängige, kleinere Filme machen und dann nochmal eine Trilogie. Also die machen jetzt so ganz groß. Die haben sogar die Schreiber von der Serie Game of Thrones dafür angeheuert für eine eigene Serie. Also das könnte interessant werden. Problem ist nur, das wird vermutlich alles auf den Disney-Streaming-Dienst kommen. Ja, das ist genau das Problem an der Geschichte. Ja, den musst du dir extra dafür holen, für diese Serien. Da musst du mal schauen, im Internet kursiert irgendwo das Original-Drehbuch rum von der Wache der Macht und... Luke One, glaube ich. Und dann musst du mal das Original lesen und was sie alles geschnitten haben. Nur, dass sie den Film ab 12 freigeben können. Ey, das... Wäre so viel besser? Ja, 1000-mal besser. Viel düsterer auch, ja. Also... Ja, also muss man schauen. So, richtig. Geil. Muss man schauen, wenn, ich weiß aber nicht mehr wo. Ja. Einfach mal random googeln. Wenn ich auf eine falsche Seite gelange, werde ich es glaube ich schon merken. Komm, Granate, Flieg und Sieg! Und natürlich nix. Bei mir schon. Achso, du warst gerade neben mir. Ich war das, ja. Ah, nee, ich sah nur so eine weiße Rüstung. Also genau denselben Plan hatte wie ich. Ich will ja nichts sagen, aber hinter euch sind 2 erschienen. Ach ja, ich hab mein Raumschiff, ich bin jetzt erstmal wie ein glückliches kleines Baby. Es kann kommen, was wolle. War man kurz? Irgendwie sehe ich da keinen. Wo sind denn die alle? Schön. Oh. Die Welt ist auch schon unterwegs.
So, jetzt kann ich wieder. Hatte gerade Besuch bekommen von der Mutter aus. Überlegener Verbündeter. Ein Junge, spiel nicht. Komm noch. Ja, ja. Mach auch mal Pause. Das Übliche. So, jetzt ist es die Mutter, später ist es dann die Frau, mein. Pass auf. Ja. Schlimm ist nur, so Schwestern so ankommen, denn so, können wir mal was machen? Kann ich mal zocken? Und du schön so in einer richtig guten Lobby bist, so richtig gut mal bist, und dann kommen sie so an. Ja, das ist... Oh, oh, direkt vor mir! Direkt vor mir! Bin schön von hinten mit Raketenwerfer abgeschossen. Aber das so mit nörgelnder Frau beim Zocken ist so, wenn ich so meine Freundin beobachte, die ist im PlayStation Zocken manchmal fanater als ich hier mit meiner Xbox. Ja. Also, ja. Meine Frau Xbox geht mal gar nicht. Ja, so. Also. Also wenn, dann zockt sie mal am PC oder so, aber Xbox. Also bei mir war es einer unserer ersten Streitthemen, war, ob PlayStation oder Xbox besser ist. Okay. Nicht, ob wir irgendwo hingehen können, ob welche Konsole besser ist. Hm. Also man merkt, ich bin in der Gamer-Generation. Ja. Ah, ich weiß. Damals war ich schon immer PlayStation-Anhänger, aber es hat sich jetzt einiges verändert. Wir haben die. Ja, die PlayStation-Spieler sind einfach jünger geworden, finde ich. Ja, und bei der Xbox sind halt mehr Ältere unterwegs. Das ist so schön, finde ich, weil man manchmal so in der Xbox so, man macht so mit Teamspeak und dann kommt so eine kleine Kinderstimme an und schimpft dich so Hacker und irgendwas so, nur weil du sie getötet hast. Also das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Das ist dann immer sehr... Oh, ich fand es immer sehr schön. So was gab es immer noch bei PlayStation. Doch auf der Xbox mal, aber nicht so häufig. Und dann fangen sie an. Ich komme und fick deine Mutter und... Oh ja, das ist immer sehr... Das ist immer sehr unterhaltsam. Ja. Ja, aber sowas habe ich auf der Xbox doch gar nicht gehabt. Ah, doch. Aber selten, sehr selten. Ich komme einfach mal mit dem PlayStation Controller so gar nicht klar. Der ist mir viel zu klein, so. Bei der PlayStation 3 ging halt noch so einigermaßen. Und bei der 4 geht man gar nicht mehr. Ist so. Alle fragen mich so, was hast du damit? Der geht doch voll. Wenn jemand damit klarkommt, bitte, also... Aber ich finde, jeder soll das... Oh, Darth Vader ist hier schon. Aber ich finde, jeder soll das spielen, was er möchte. Ob sie Spaß hat und dann... Ja. Da bin ich wieder. Seht mal, wer da ist. Wir haben meinen Freund im Einsatzgebiet. Doch, Vader ist immer noch unterwegs. Ich sah gerade hier ein bisschen so rumlaufen durch die ganzen Glasscheiben. Man kann ja zum Glück hier halbwegs so auf den anderen Brücken schauen, was da abgeht.
drin richtig schön gemacht, so. Mit den ganzen Kapseln so. Und Darth Vader ist hier vorne. Immer noch. Und Bosk auch noch. Jo. Also die beiden kämpfen gerade zusammen. Ich habe vorhin Imperator auch gesehen. Aber ich glaube, die haben sie schon zerlegt. Und Darth Maul ist immer noch am Leben. Also das haben wir verloren. Die sind jetzt alle in der Mitte, so. Dort, wo das Ziel ist. Können wir jetzt gern versuchen, etwas zu reißen, aber ne. Und nochmal kein Katzangriff? Verdammt. Es ist vorbei. Wollte mich nochmal selber so in die Luft springen, so. Im Finale mit Bumm. So komme ich nicht auf meine Punkte. Das gibt's nicht. Wie viele Punkte machst du im Durchschnitt? Immer so um die 6000. Manchmal habe ich so gute Runden, da bin ich in der Luft und danach werde ich auch danach Held. Und ja. Aber wirklich so um die 5000 bis 10.000. Bin auch gerade in Level aufgestiegen. Auf 35, also. Läuft bei mir. Bei dir nicht so gut? Nee, jawohl. Ich bin auch nur so bei 5, 6. Irgendwie reicht das nicht. Mir kommt das immer so ewig vor, bis zum nächsten Rang erreichst. Ja, aber ich frage mich auch ehrlich, was bringt denn dieser Rang eigentlich? Die Ränge bei den Charakteren bringen ja was, aber dieser große nicht. Ja, mir geht's eigentlich eher um die Trophäen. Natürlich. Also ach die, stimmt, es gibt ja manchmal Trophäen. Ja, ab 25 und 50. Achso, ja. Sonst wird's mich nicht ich schaue mir monatlich manchmal so. Ich schaue mir monatlich so manchmal ein, zwei neue Spieler, dann habe ich meine Trophäen. Wir wurden auf eine Elite-Rebellenzelle in Mos Eisley angesetzt. Sie wissen, wir kommen. Allianz-Truppen helfen bei der Evakuierung. Rechnet mit schwerem Widerstand. Scheiße, die neue Runde hat ja schon angefangen. War so ein Sandy gerade vernarrt. Kennst du das so? Willst du nur eine Nachricht schreiben, ja, dann brauchst du doch nochmal so zwei, drei Chats. Ganz ehrlich, hier hinten gibt es ein seltsames Geschütz, das irgendwie dort aufgestellt zum Benutzer, aber richtig weit weg. So 100 Meter vom Ziel entfernt. Ganz ehrlich, was bringt das ein? Vorsicht, Kostenmetall!
Ach ja. Weißt du, was mich nur ganz jetzt ankratzt? Ich höre mich selber reden. Immer so, nochmal im Hintergrund so danach. Okay. Dann musst du dein Mikro wahrscheinlich weit weg tun von deinem Mund. Weil das habe ich vorhin auch gehabt und dann habe ich es einfach ein bisschen weiter weg gemacht. Und dann ging es. Alles. Bei mir ist es ja diese Standard, das kann man nicht so sehr verbiegen. Ja. Also ich könnte schon verbiegen, aber dann macht es knacks und dann, ja, hört man mich nicht mehr. Mal her, kennst du das schon? Was denn? Bei mir hier das Hologramm. Kennst du das schon? Das konnte man aktivieren hier an diesem. Ich glaube, das habe ich einmal gesehen. Schön. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich finde es schön, dass sie, da merkt man so, die Spieler haben, also die Entwickler haben auch so eine gewisse Liebe reingesteckt ins Detail. Und sie kommen alle von oben aus der Mitte da rausgefallen. Wow. Jetzt fliegen die paar Projektile, ey. Man kriegt hier förmlich Angst um sein Leben. Andere Waffe. Die gibt man gar nicht mehr. Welche spielst du? Die EL16 HFE. Okay. Ja. Ich muss da selber gleich nochmal nachschauen. Ach so, die. Na, ich komme immer so, man schaut so manchmal auch bei anderen YouTubern, sie spielen damit richtig gut. Ja, ich verstehe das gar nicht, ja. Das ist. Keine Ahnung. Ich bin eh so einer, der spielt seine schwere Angriffsklasse mit dem Explosionsschuss und hat seine Sprengstoffreihe, dann ist er glücklich. Solange ich meine Sachen habe zum Bumm machen, kann ich weiter zocken. Weil sie ist ja noch beschissener. Die schießt zwischen Salven. Ja, genau. Ich habe nicht drauf geschaut. Mach ich sie nieder. Oh, na toll, na toll, na toll, na toll. Und wir scheinen dieses Ding auch noch zu verlieren. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatz gewesen. Ja.
eine Verlängerung wird schaffen. Ich glaube, das ist drinne. Ja, aber ich bin hier auch drinne. Also, solange ich hier nicht sterbe. Jetzt ist noch jemand da. So, wir haben. Ne, ich bin tot. Da fehlt sowas wie bei Battlefield. Jetzt kommst du an. Zum Beispiel, wenn du in einem Team bist. Oder in einem Squad. Dann joinst du nämlich bei deinem Partner wieder. Ja, und musst dich die ganze Map wieder ablaufen. Das gab's doch in Teil 1. Das kann sein, ja. Aber da war denn das Problem. Da war dann das Problem manchmal links und nicht, weil der andere zu weit vor, an der Front war. Das kann sein, dass das bei Teils auch und war. Das war da. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Okay. Das war eine meiner ersten Games auf der Xbox. Das ist schon eine sehr Schlange. Ich ja auch nicht, aber... Ich gehöre zu den Leuten, die sowas irgendwie nicht vergessen können. Okay. Schön in der Ecke gekämpft, die ganze Zeit. Oh, 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 keiner ist mehr drin, ich glaube. Schon vorbei. Ja. Hm. Da hatte ich gerade mein schönes Spielzeug und wollte halt hinten ein bisschen rumrennen. Die Rebellen haben ihre wichtigen Truppen wieder. Ach ja. Sehen wir es mal so, Titanfall ist jetzt bei 22%. Also das alles nochmal wiederholen und das ist fertig. So, dreimal wiederholen. Hm. Wobei, wie viele Runden haben wir jetzt gespielt? Vier? Ich glaube zweimal Camino, zweimal Ender. So, und jetzt nochmal hier. 5, so circa. Kommt da gar nicht so vor wie 5 Runden. Okay. Gingen alle so schnell vorbei. Schon 19 Uhr. Scheiße. Schon halb acht. Oder? Schon halb acht. Ja, meine ich ja. Ja. Du, wir spielen erst seit einer Stunde. Das ist noch nicht so lang. Ja, ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch gerne noch weiter ein paar Stunden zocken, also. Wie gesagt, mein Zeitlimit ist ja bei mir immer 22 Uhr.
Aber ich wurde jetzt auch gerade wieder von der E16 getötet. Also wenn man diese Waffe beherrscht, ist sie anscheinend gut. Wenn man sie beherrscht, ja. Ja, so wie beim Thema. Ja, okay, ja. Ja, okay. Ich sollte jetzt über dieses Thema auch nicht so sehr reden. Ich bin jetzt auch nicht gerade gut. Ja, ich mach das wieder mit meinem Spiel Spaß. Genau. Das sagen aber immer nur die Leute, die verlieren. Du warst in meinem Lobby, du hast gesehen, was die letzte Runde da ging. Ich bin ja nur wegen den Supers. Das war aber auch immer so eine Ausrede für jetzt kleiner Junge beim Essen so. Ich esse nicht, weil ich muss, ich esse so langsam, weil es mir schmeckt. Ja, genau. Komm, jetzt muss ich hier mal reinschießen können. Fuck. 6 Kills und bester unseres Teams. Nimm das mal bitte für die Nachweis kurz auf. Ich bin mal bester. So. Du cheatest. Nee, ich hab mir einfach hier so einen scheiß Speeder geholt und überfahren ganz halt Leute. Die sind hinten bei den Spawn, kommt da überfahrt hier andauernd. Kommt so aus der Ecke raus, zack. Zack. Oh. 8 Kills, ich bin der Beste! Das gibt's doch gar nicht. Ich bin besser als der Beste als ein gegnerischen Team. Und schon wieder habe ich hier meine Fahrzeuge. Also ich habe mein neues Spielzeug gefunden. Oh Gott. Ma, ich möchte ein Speeder haben zu Weihnachten! Mal sehen, ob das machbar ist. Wer warst du als kleiner Junge mal was bekommen? Jetzt muss er was schenken auch. Ja. Ei, oh mei, oh mei. So, mach schraub ich wieder hier meine Killserie machen. Ich bin aber immer noch besser unseres Teams. Mit dir rede ich gar nicht mehr. Also, Du würdest auch nicht mit mir reden dürfen. Boah, du bist getötet. Aber sag ich doch, hier mit Spielspaß. Ja, genau. Hey. Ich bin so ein Loser, hä? Hey. Komm wieder mit. Und ich mach wieder meine Überfahrungsserie. Auktionshaus vom Imperium abgeriegelt. Verteidigt fest im Basar. Komm. Aha, es war nur ein Schuss. Werfe Granate! Weißt du, ich kann hier nicht mal mehr ein Geschütz im Fahrzeug richtig fahren, weil mein WLAN die ganze Zeit rumbackt. Komm. Ach, verdammt. Also ich habe meine 10 Kills erreicht. Ich glaube, heute Abend bekomme ich mal Abendessen. Jetzt darf ich mal endlich aus dem Keller raus. Der Basar wird belagert. Ach ja, mein WLAN spackt ganz halt schön rum. Greift rasch an, bevor sie dich nicht mehr aufhalten lassen.
Weißt du, für jeden Meter, den ich laufe, werde ich 5 Meter zurückgeschmissen. Das seltsam mit dem Internet. Mann, oh Mann. Also wenn ich jetzt plötzlich gleich nicht mehr da bin, dann ist mein WLAN abgestürzt. Okay. Das schnappt ja nämlich ganze Zeit gerade rum. Super, der Imperator ist wieder da. Ja, genau. Feindliche Sprengliste scharf! Oh, Bosk ist hier. Genau da, wo du gerade gestorben bist. Der jetzt rum. Verbündete trifft ein. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich nehme jeden. Bombe entschärft. Wir sind okay. Einen wirst du auch noch. Geben dieses Spiel? Mann, oh Mann. Wir schaffen das! Aber ich bin mal ausnahmsweise gut. Ja klar, mich ja erwischt's wieder und den anderen nicht. Das ist erschießen durch mein WLAN. Boah, jetzt haben wir...
Ja, wir haben verloren. Wie soll es auch anders sein? Den einzigen Spaß, den ich bis jetzt hatte, war, wo ich gerade ganz viele Leute überfallen. So. Kratos 2. Oh. Ich muss jetzt leider aufhören, weil meine Chefin ist nach Hause gekommen und jetzt gibt's Abendessen. Okay, ja, dann mach das. Oh. Ja. Hören wir uns die nächsten Tage mal wieder. Ja, denkbar.